Könntest du nicht immer dann gerade... Wir treffen uns bei deinem Schiff. Ja, vielen Dank. Lass mich raten, ich muss mich einfach durchkämpfen, ne? So. Das ist ja wieder mal eine interessante Sache. Upp. So. Ah, die Sepho. Und am Schluss sind die irgendwie so kleiner als halbwüchsige. So. So. Oh. So. So. Dann. So. Wir haben es noch geschafft. Und dabei habe ich das... Eine Schwester der Nacht überlebte. Irgendwas an ihr ist vertraut. So. Ja, das dürfte da die gute junge Dame sein. Aber jetzt mal schauen, was uns noch die Story so bringt, ne? Wir haben's ja. Du hast es gefunden. Wow, wer ist das? Will er uns irgendwas damit sagen? Dass ich mich euch anschließe. Sia, Grease, das ist Marin. Sie ist doch eine Hexe, oder? Eine Schwester der Nacht. Deine Angst ist völlig unbegründet. Ohne sie hätte ich das Astrium nicht. Wir haben Malikos bekämpft. Ich traue ihr. Und wir trauen dir. Du musst dir das verdienen. Okay, na schön. Komm und setz dich. Aber wehe, sie stellt was an. Willkommen an Bord. Sie mögen dich. Wirkt nicht gerade überzeugt. Ich verstehe nicht, was du sagst. Oh. So. Hey, Grease. Rufst du mich? Sind diese Ranken sicher? Sie werden ziemlich groß. Ja, es ist ganz schön anstrengend, sie jeden Tag zu schneiden. Aber die sind okay. Außer ich vergesse, sie zu schneiden. Sehr beruhigend. Würde man auch sagen, ne? Was wir wohl finden. So. Einmal hier hinreisen. Und die hat sich einfach teleportiert. Dieser Dober mein Schiff wirklich bis zum Äußersten. Er wollte immer die gesamte Galaxis erkunden. Hat's geklappt? Wir haben viele Planeten erkundet. Gräber und Tempel mit Bezug zu den Sepho und den Jedi. Aber ich hatte eine Grenze. Für ihn? Gab's keine. Der verrückte alte Mann blieb allein zurück. Er war immer allein. Sogar als ich bei ihm war. Ihn interessierten ausschließlich seine Arbeit und die Zukunft. Nur dafür hatte er Zeit. Er war immer unterwegs. Pogano war der erste Ort, an dem er sich scheinbar niedergelassen hatte. Wenn auch nur für kurze Zeit. Hier rüber, Junge. Wir landen gleich. Yep. Wird das funktionieren? Es ging bei Cordova. Du kannst es möglich machen. Sie hat recht. Oh, hey, hat hier jemand Hunger? Ich wollte gerade ein paar Skasteaks braten. Tut mir leid, störe ich irgendwie? Nein, Captain. Und wir wären ohne sie nie so weit gekommen. Oh, also... Das ist wahr, Grease. Dankeschön. Hey, ich hoffe, dass ihr dieses Holo-Ding da drin findet. Holocron. Bist du sicher, dass du es finden solltest? Was meinst du denn? Die Kinder auf der Liste. Wenn du sie mitnimmst und zu Jedi ausbildest, werden sie dann nicht gejagt wie du?
Das Imperium darf die Liste auf keinen Fall kriegen. Mit ihr besiegen wir das Imperium. Oh, hey, kleine Planänderung. Wir sind angekommen. Oh, Grease. Ja? Ich mag mein Steak rare. Okay, ja, das hört sich gut an. Aber sie hat eine berechtigte Frage gestellt. Also das dürfen wir nicht unterschätzen. Hey! Moment! Ich weiß, du holst jetzt dieses Holocron. Schön, du erinnerst dich. Kommst du genau mit? Oh nein, ganz gewiss nicht. Nein. Die Kinder, die wir finden sollen, die können doch wirklich von Glück reden, dass sie dich haben. Du meinst, dass sie uns haben. Wir machen das gemeinsam. Ich wäre ein Lügner, wenn ich sagen würde, dass ich mich nicht freue, das zu hören. Denn die Kinder brauchen mehr als nur deine Zaubertricks. Ach ja? Praktische Anleitungen, Vorbilder, jemand, zu dem sie aufsehen können. Ein Schiff zu steuern ist eine Kunst. Aber nur wenn ich mitmache. Merke ich mir. Gut. Gut. Okay. Viel Glück, Kumpel. Oh. Irgendwas ist merkwürdig an diesem Ort. Die Energie hier ist anders. Anders als Datomir. Ja. Datomir ist komplex. Seine alte Kraft entströmt den Schatten. Bogano fühlt sich einfacher an. Es entzieht sich mir. Bogano ist speziell. Die Sepho haben ihr Gewölbe bewusst hier gebaut. Wo dein Holocron wartet. Versteckt. Was genau meinst du? Dieser Planet war über Jahrhunderte nahezu unberührt. Waren die Leben, die du schützen willst, vor deinem Eingreifen wirklich in Gefahr? Ja, das ist... Die Jedi, die wir ausbilden, werden eine Galaxis aufbauen, die Orte wie diesen respektiert und bewahrt. Und das ist ihre Entscheidung oder deine? Wir brauchen uns, um zu überleben. Ich weiß nicht, ob wir das ohne Jedi schaffen. Wir tragen die Verantwortung für ihren Schutz. Sagtest du bereits. Ja, also sie hat da nicht Unrecht. Ja, also hast du kurz Zeit? Du hast viel durchgemacht, um herzukommen. Aber das Gewölbe bleibt dir fremd. Cordova brachte das Holocron rein. Nur das ist wichtig. Ich muss es holen. Cordova hat zum Schutz die Prüfung mit Gefahren versehen. Ihr seid besorgt um mich. Ich will die ganzen Jünglinge nicht allein ausbilden. Darf das schon hier. Außerdem habe ich BD dabei. Ich weiß. Sei trotzdem vorsichtig. Vermutlich habt ihr beiden so etwas noch nie erlebt. Ich brauche eine Sekunde. Ah, je. Yeah. Aber da können wir eigentlich gerade noch ein wenig hier erkunden. So. Hallo? Okay, hüpf an Bord. Für das? Das ist wie die Kugel und die Halterung von Sepho. Was macht man damit? So. Ne. Ah. Ja, die Position muss genau stimmen.
Nein! Ja, wir haben es geschafft. Ah. Habe ich schon erwähnt, wie großartig das ist? Weil du es auch bist. Und vier. Wir haben vier. So, Heilungsbehälter. Nice. Das ist mal richtig, richtig nice. Von denen gibt es einfach auch viel zu selten etwas. So. So. Geht da was? Nö. Dann gehen wir mal hier hoch. So. Das sind einfach Stinkekäfer. So. So. Haben wir sonst noch was? Oh. Ah. Ach, das war schon. Okay. Oh. Oh. Dass ich mich mal so über eine Kiste freue. Hey, noch eine! Also wenn wir die schon vorher geholt hätten, der hätte uns einiges hätte uns da einiges erspart bleiben können. So, haben wir da unten noch was? Ich meinte nicht. Ach, das ist der. So. Dann haben wir da einmal hacken. Hey BD, hilfst du mir mal? Und dann öffnen. Schnapp's dir, Kumpel. Hast du Spaß da drin? So. PD1 gehen. Was haben wir hier? Ah, warte mal. Das stimmt ja. Wir haben jetzt ja auch noch unter Wasser. Ah, hier ist was. Das ist ja dann immer wieder spannend, wenn man da all die Fähigkeiten hat. Komm, Kumpel, sehen wir es uns an. Mut und Weisheit. So. Dann jetzt nach oben wieder. So. So. Dann mal nach oben. Springen, springen, springen.
Ja, da können wir wieder hacken. Sehen wir nach, was dahinter ist. Er hoffte, jemand würde seiner Spur folgen, mit BD1 als Anführer. Freut mich, dass du dich freust. Wow! Na? Mein Freund, ich flog eilig nach Coruscant und präsentierte meinen Fund dem Rat. Was haben wir da noch? Na komm, machen wir wieder die Jacke. Die helle ist gut. BD aussehen. Ja, nehmen wir mal das. Machen wir die. So. Dann gehen wir jetzt nach oben. Wow. Ah, Abkürzung freigeschalten. Gut, dann sind wir jetzt hier. War da nicht noch etwas bei denen? Irgendwie müssen wir... Irgendwas übersehe ich. Ich verstehe das noch nicht. Irgendwas fehlt mir da noch. So. Ich weiß, ich komme irgendwie noch da dran, aber... So. Dann gehen wir mal... hier entlang. So.
So. Dass ich den noch nicht geholt habe. Der arme Bogling ist tot. Wollte er seine Familie schützen? So wird's gemacht. Du erstaunst mich immer wieder, Kumpel. Sumi Poncho. So. Das sind die Löcher für den Frosch. Oh! Nein! Ah! Wieso sind das immer so bodenlosen? Stimmt, da sind wir jetzt hier. Sonst noch was, irgendwas vergessen? So, dann sind wir hier oben. Dort hat's noch eine Kiste. So. Hey, BD, hier drin. Zeig mal, was du gefunden hast. So, rüber. Dann schauen wir mal hier unten drin. Oh! Oh. Es gibt Schlimmeres. Du hörst mir. Oh. Wieso zur Hölle ist der da drin? Da haben wir... So. Okay. Dort unten haben wir, glaube ich, nichts mehr gehabt. Ah, komm, machen wir das auf die Art. Dann gehen wir jetzt mal in das Gewölbe. So. Wop. Einmal hier entlang. So. Haben wir bei den Funktürmen noch was? So. Ach, da ist wieder so ein Viech, ne? Ich spüre was Seltsames. So. Etwas Seltsames. Ja, wahrscheinlich die zweite Schwester. Hopp, 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 hopp. So.
Und los, BD. So. Jetzt ist es offen. Das war doch das letzte Mal noch nicht so. Der Wahnsinn. Das Gewölbe selbst ist wie ein riesiges Holocron. Irgendwas ist mit der Wand. Ja, sehen wir nach. Ja. Schauen wir doch mal nach.